Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marius Eisenmann Welt. Ja, in diesem Video geht es um eine Vorliebe zu Märklin Modellen, obwohl ich eine Gleichstromanlage habe und alles weitere nach dem Intro. Bleibt dran! Ja, wie die meisten aus den bisherigen Videos ja wissen, habe ich eine Gleichstromanlage. Und ja, wie passt da Märklin ins Bild? Ich meine, hier sind überall Aufkleber. Die Steuerung wird mit Märklin-Komponenten betrieben. Und ja, die Sammlung ist auch relativ Märklin-lastig. Das geht also hier unten in den Schubladen so weiter. So, wie komme ich dazu, als Gleichstromer so viel Märklin zu haben? Ja, das hat so ein bisschen nostalgische Gründe. Ich habe nämlich mit 3 Jahren eine Märklin- bzw. Primex-Anlage bekommen. Also mein Vater hat mir da so eine kleine Platte gebaut. Und da war es um mich geschehen. Da stand das Hobby fest. Ich bin mittlerweile 46 und an dem Hobby hat sich nichts geändert. Ich habe das Ganze dann auch zum Beruf gemacht. Da stand auch gar keine andere Option zur Verfügung. Also ich wollte nur bei die Bahn. Das hat zum Glück geklappt. Ja, ist inzwischen einiges zusammengekommen. Und ja, die eigentliche Frage ist, warum nicht eigentlich Wechselstrom? Das hat einen ganz einfachen Grund. Mir gefällt es ohne Mittelleiter einfach besser. Und zudem hat man ja eine größere und günstigere Modellvielfalt. Und irgendwie wollte ich dann doch nicht auf Märklin-Modelle verzichten. Früher hatte man dann halt hier die Hammer-Modelle gehabt mit entsprechend schlechter Stromaufnahme, aber da kann man was machen. So, dann hat man mittlerweile die Trix-Modelle, die ja größtenteils Märklin-Modelle sind. So, ich habe hier, das sind halt alles Loks mit Märklin-Technik. Gut, hier die 24er ist jetzt schon moderner. Aber wie man sieht, ich habe da wirklich sehr viel Originalkartons von Märklin stehen. Ja, die Loks, die sind alle umgebaut, entweder von mir. Ein paar andere habe ich schon so gekauft. Wie zum Beispiel hier das 212er Set. Das wurde schon vom Vorbesitzer umgebaut. Die Drecksloks, die haben von Märklin her schon Gleichstromachsen verbaut. Ja, da hat man lediglich die Stromaufnahmen ändern müssen, Schleifer raus und das Schleiferkabel dann auf eine Seite von den Achsen. Da hat man dann einfach nur die Achsbleche trennen müssen. So, dekodertechnisch habe ich da erstmal nichts gemacht, weil mit der Digitalzentrale von Märklin kann man dann halt DCC, Motorola und MFX-Loks steuern. Macht das Ganze natürlich einfacher. Ja, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass das Ganze nostalgische Gründe hat. Ich habe auch sehr viele Loks früher beim Händler gesehen, konnte die mir einfach nicht leisten. Ja, falsch rum. Zum Beispiel hier die 3344. Ah, die hat mir immer so gut gefallen. Durfte ich dann immer aus dem Regal rausholen, angucken. Aber ja, als Schüler war da nichts mit kaufen gewesen. Und wo es dann so richtig mit der Eisenbahn angefangen hat, da war zum Beispiel hier die
Ach, falsch rum. Die 33, 43, die Orientrote. 151 muss sie dann natürlich auch wieder auf die Anlage als Gleichstromlok. Da kann man dann halt entweder mit Hammerloks was machen, umrüstungstechnisch. Ja, dann hatte ich von Primex die 3039 auch gehabt. Hat dann auch nostalgische Gründe. Ja, und das zieht sich wie so ein roten Faden durch mein Leben. Jetzt hier zum Beispiel hier als Schüler die Kataloge. Da war ich jetzt 14, 15. Und dann gab es zum Beispiel hier solche Sets. Das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Ja, musste dann auch wieder in die Sammlung. Wo haben wir es? Da. So, der Zug steht aber auf der Anlage. Den lassen wir gleich noch fahren. Ja, so. Wie ihr seht, da wurden einige Achsen fällig, wo ich da tauschen musste. Und da nehme ich sehr gerne die Achsen von der Janine Tomschke. Bei Google einfach mal Modellbahnradsatz eingeben. Die sind relativ günstig, werden leider auch immer teurer. Mittlerweile 4 Stück knapp 5 Euro. Zapfenachsen, doppelisolierte, sind schon über 5 Euro. Das war früher schon ein wenig günstiger gewesen. Ja. Was kann ich noch sagen? Also wie ihr seht, ich habe natürlich auch schon ein wenig Material anderer Hersteller. Aber so, meine Lieblingssachen sind halt immer noch die Märklin-Modelle. Und wenn man die auf digital umbaut, wie zum Beispiel hier die V160, die ist jetzt zum Beispiel aus dem Märklin-Startset, hatte ich günstig bekommen, mit einer Hammerlok, dann auf Gleichstrom umgebaut. Hier habe ich jetzt von Märklin den Sounddecoder eingebaut. Ja, und da ich mittlerweile alle Weichen mit Herzstückpolarisierung habe, brauche ich da an der Stromversorgung nicht viel zu machen. Kann ich euch hier aber mal eine Version zeigen, was ich mal probiert habe, damit ich auf der Seite hier vom Drehgestell, wo halt keine Stromaufnahme hat, einfach eine Stromaufnahme habe. Das funktioniert sehr gut. Alternativ kann man da von ESU Radschleifer noch drunter bauen. Das funktioniert auch, habe ich bei anderen Loks probiert. Ja, aber das hier ist eigentlich eine ganz praktikable Lösung. Ja, und in diesem Video fahren wir jetzt hier mit 3 Soundloks von Märklin bzw. Trix. Das sind ja auch Märklin-Loks. Ja. Und was kann ich euch noch zeigen? Ja, hier hat sich auch noch was getan. Und zwar, ihr seht, da leuchtet es mittlerweile gelb. Da bekomme ich also angezeigt, in welches Schattenbahnhofgleis ich fahre. Das Ganze, das funktioniert über eine Relaisschaltung. Das heißt also, wenn ich hier umschalte, wird immer nur das Gleis angezeigt, wo ich hinfahre. Wenn ich jetzt hier schalte, dann springt es gleich zum Beispiel dahin. Also das funktioniert wunderbar. So, hier ist jetzt, das sind 3 Stumpfgleise, da ist jetzt dunkel. Das heißt, ja, da liegt keine Weiche hin. Wenn ich jetzt die dahin stelle, so ist jetzt alles ausgegangen, dann sagt mir, die Weiche steht falsch. Also ich kann da quasi gar nichts falsch machen. Ich bekomme durch leuchtende LEDs oder nicht leuchtende LEDs genau angezeigt, welche Weiche da nicht liegt. Ja, das funktioniert alles einwandfrei. So, wenn ich jetzt die umschalte, dann springt es wieder dahin um. So, hier auch.
Wenn ich da umschalte, ist das aus, dann weiß ich wieder, die liegt falsch. So, jetzt steht dann die Ausfahrt fürs mittlere Gleis. Ja, das Ganze muss ich jetzt hier auch noch einbauen. Brauche ich noch ein paar Relais. Und ja, hier die Lampen oder die LEDs, die wollen auch noch beleuchtet werden. Hier, die brauche ich einfach nur an die Schalter anzulöten. Dann leuchten die. Das ist einfach nur eine Anzeige, ob da auf dem Abschnitt Strom ist oder nicht. Aber wie gesagt, hier für die Weichen brauche ich noch Relais. Ja, kommt Zeit und dann mache ich das alles so hier. Ich meine, das Ganze geht ordentlicher, aber für mich ist das da jetzt ordentlich genug. Hier ist dann, sind dann die 10 Relais für die 10 Weichen für das Ganze zu schalten. Die sind dann mit den Weichenantrieben parallel geschaltet. Ja, funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist ja die Hauptsache. Ich meine, da hat jeder seine eigene Vorliebe. Ich wurde auch schon oft gefragt, warum ich das Ganze nicht digital steuere. Ja, gefällt mir nicht. Ich fahre halt lieber analog mit den ganzen Nachteilen. Macht nichts. So, da ich ja, wie gesagt, Märklin Vorliebe habe, mussten dann auch die alten Märklin Formsignale auf die Anlage drauf. Die funktionieren aber tadellos. Da hinten auch. Ja, Vorsignale habe ich jetzt noch keine verbaut. Hier ist Einfahrsignal. Das Einfahrsignal kann ich euch auch zeigen. Habe ich zwar schon mal gezeigt, aber der eine oder andere hat das vielleicht schon nicht gesehen. Das ist mit da der Weiche gekoppelt. Und das heißt, wenn die Weiche auf geradeaus steht, bekomme ich HP1 angezeigt. Und wenn ich sie auf Abzweig stelle, ja, kriege ich HP2 angezeigt. Das ist wie quasi wie eine Herzstückpolarisierung. An der Weiche habe ich das Ganze dann, das HP2 schalten über die Weiche dann laufen. Ja, funktioniert einwandfrei. Hinten das Infrasignal ist auch so geschaltet. Ja, und es fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere, da fehlen ja die Vorsignale. Ja, da gebe ich euch recht. Die Märklin-Form-Vorsignale, die gefallen mir jetzt nicht wirklich. Da bin ich nachher am Überlegen, ob ich da Fissmann-Signale einbaue oder nicht. Und normalerweise kommt das Ein-, also das Ausfahrvorsignal vor das Einfahrsignal. Das werde ich hier aber nicht machen, denn es gibt auch Bahnhöfe. Da stehen die Vorsignale separat. Also im Prinzip dann hier im Weichenbereich. Da werde ich jetzt wahrscheinlich hier eins hinstellen, das dann für alle vier Ausfahrsignale zuständig ist. Eventuell werde ich auch hingehen und ja, hier eins hinstellen und für das durchgehende Hauptgleis dann davor das Formsignal. Ja, muss ich mal noch gucken. Und hier auf der Seite werde ich es so machen, dass das Einfahrsignal, das Vorsignal fürs Ausfahrsignal von Gleis 1, das kommt ungefähr hier hin. Und hier kommt dann das Vorsignal hin für die drei Ausfahrsignale. Oder halt hier. Würde bestimmt auch nicht schlecht aussehen. Dann kommt das Vorsignal für das Ausfahrsignal in Gleis 1 dann aber an die Stelle. Aber das muss ich mir noch ausmachen. Wie gesagt, wahrscheinlich dann mit Fissmann-Signalen, weil die Märklin mir dann doch halt zu grob sind. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zur Zugfahrt. Und bevor es losgeht, wer irgendwelche Fragen noch hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ah ja, übrigens, die Brücken sind natürlich auch Märklin. Ja.
Und da würde ich sagen, dann geht's dann gleich los mit der Zugfahrt. Ja, so, die Garnituren, die jetzt gleich fahren, sind ausschließlich Märklin-Garnituren, beziehungsweise halt ja, Trixloks, aber die sind ja auch von Märklin. Die drei sind mit Sound, die werden gleich jetzt mal hier zusammen ihre Runden drehen. Und wenn wir dann genug vom Krach haben, kommt dann auch noch die Lolo-Garnitur, die ich euch eben gezeigt habe, mit dazu. Ja, und dafür schalten wir jetzt mal den Krach an. So, bei den 01 ist das auf F3. Bei der 24er also ist es auf F2. Und die Diesel Lok hat es ja. So. Jetzt haben wir da überall einen Sound an. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit der 012, 012, sage ich dann 01 los. So, die Geschwindigkeiten sind aufeinander angepasst, mehr oder weniger, dass wir da keine Probleme kriegen. Ja, der Sound hier finde ich nicht so schön. Da habe ich auch eine Frage an euch. Kann man das über CV-Werte irgendwie ein bisschen weicher umstellen oder einstellen? Weil ihr werdet gleich sehen, das hört sich nicht so schön an, wenn sie da jetzt gleich rauskommt. Ja, landschaftstechnisch hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Aber das werde ich euch dann in anderen Videos vorstellen. Ja, naja. Gefällt mir jetzt nicht so. Da hört sich die 24er wesentlich besser an. So, dann fahren wir mit der Diesel los. So, da hatte ich eine Weiche im Untergrund vergessen. Ja, Übeltäter, da hat man schon eine Anzeige. Und nützt sie nicht. So, und dann fahren wir mit der los. Eine Weiche vergessen. Und dann geht's weiter.
das ist auch ein schönes Personenzugset. Da ist der grüne Silberling hier, ja, wo in dem letzten Fahrvideo zu sehen war. Wir müssen noch kurz hinten warten. So, das hier ist ein Insider-Set von Märklin mit Ziel Saarbrücken. Da habe ich lediglich die 28-2 Wagen gegen 1:100 ausgetauscht. Dann noch zwei zusätzliche, damit der Zug schön lang wird. Ja. Oh, da fehlt was. Ja, da habe ich hier ordentlich getestet vom Video. Keine Abhänger und dann sowas. Ja, ab und zu gibt es da so Aussetzer. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, die Dame hat noch gelbe LEDs, nicht so schön. Hier habe ich warmweiße LEDs verbaut. So, der Aussetzer war wieder die 24er im Schattenbahnhof. Aber ich würde sagen, das da war jetzt genug Terror. Jetzt werden wir das Ganze mal abschalten. So, dann werde ich die Lolo mal mit ins Boot nehmen. Dazu lassen wir die 24er jetzt unten stehen. So. Dann schalten wir auch mal auf die Lolo. Müsste sie jetzt eigentlich rausgefahren kommen. Da ist sie. Die hat noch normale Kühllampen drin. Aber ist auch schon umgebaut mit MPC 21 Schnittstelle. Und ESU-Decoder, der dann halt CV-technisch an den Märklin-Motor angepasst wurde, damit die Lok auch wunderschön fährt. So, und was habe ich vergessen? Die Weiche zu stellen. Ja, es kann der eine oder andere hämisch lachen. Hättest du wohl besser eine digitale Automatiksteuerung? Nein. Das ist ja der Spaß an der Sache. Ich bin da halt etwas nostalgisch gepolt. Ja, der Zug wurde mit zwei zweite Klasse Wagen aus demselben Set ergänzt. Da habe ich mal ein zweites Set gekauft. Günstig. Und ja, der Rest wurde dann wieder verkauft. Da war ich im Schnitt bei so 15 Euro für den Wagen. Das ist ein guter Wert. Ja, wenn man guckt, was die Sachen früher gekostet haben. 64 D-Mark, 55 D-Mark. Der hier hat jetzt 46 gekostet. Ja, stolze Preise. Wo haben wir dann noch was D-Mark-Technisches? Bei irgendeiner Lok hatte ich da auch was draufstehen. Ja, die hatte 151 Mark gekostet. Ja, naja. Also die Sachen waren früher
auch nicht wirklich günstiger gewesen. Ja, wie man sieht, die Fahrgeschwindigkeit habe ich noch mal ein klein wenig gedrosselt. Und ich finde, für ein Fahrvideo ist das so einwandfrei. So, dann lassen wir jetzt hier den Zug stehen und dann fahren wir mit dem raus. So, und wenn der da steht, schalten wir die Weiche um, dass es da auch nicht knallt. Ja, die 24er ist einfach eine schöne Lok, die aktuelle Ausführung. Mit Langlauftender macht die wirklich was her. Irgendwie bin ich bisher immer hier vorne rumgelaufen. Gehen wir jetzt mal hier hinten hin. Da hat man nämlich auch schöne Perspektive. So, ich mache mal gerade hier von Hand auf Halt. Und da die Zugfolge ein bisschen knapp ist, so, dann wartet er jetzt einfach mal, bis der hier ein Stückchen weiter gefahren ist. So, und dann darf er auch schon wieder weiterfahren. Ja, das ist auch so eine feine Sache an den Märklin-Signalen, dass man halt hier per Hand auch mal kurzfristig eingreifen kann. So, die Schattenbahnbeleuchtung hätte ich mal noch ausschalten können. Aber macht jetzt nichts. Ja, Schottern will gelernt sein. Undankbar, deshalb hatte ich auf der letzten Anlage eine C-Gleise verbaut, aber irgendwie ist es mit richtig geschotterten Gleisen dann doch schöner. So, dann lassen wir den nochmal stehen. Und fahren den mal nochmal raus. So. Wunderbar. So soll es sein. Ja, und dann sage ich mal, war es das jetzt mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch mitgemacht habt. Und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video.